Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Im letzten Part haben wir den Narzissengipfel zu 100% abgeschlossen, beide Farbsterne gefunden und das Rätsel des weißen Toads gelöst. Und nein, es war kein simpler, ich habe meine Farbe verloren, Scherz. Ja gut, so halb. Es war wirklich ein weißer Toad, der nun der letzte Toad für den Karmesinturm ist. Wo wir den ersten großen Farbstern finden können. Die Sache ist nur, warum existiert die Sira-Löwenzahn? Die ist doch nicht umsonst hier. Und deswegen gucken wir uns in diesem Part die Sira-Löwenzahn an. Was zur Hölle ist das? Ein normales Level? Es fehlen ja auch noch zwei lila Retter-Toads. Ein weiterer Turm? Da vorne ist auf jeden Fall ein lila Retter-Toad. Also wir haben jetzt schon 2 von 3. Sehr, sehr schön. Freut mich. Aber der Turm ist ja einfach... Der hat alle Farben verloren. Den kann ich doch nicht einkalorieren, ne? Das wäre... Da sitze ich ja Ewigkeiten dran. Alleine schaffen wir das nie. Das alles einzufärben, gehen wir. Okay. Mit dir? Willkommen am Feuerrosttor, Mario. Obwohl sowohl das Feuer als auch den Rost nicht mehr, obwohl auch vom Feuer als auch vom Rost nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Da, wo er recht hat, hat er recht. Nein, ich befürchte, dass es seiner markanten Farbgebung fast völlig beraubt wurde. Außerdem ist es völlig geschlossen. Wie soll ich es denn jetzt nennen? Das Normaltor? Das Farblostor? Einfach irgendein Wort mit Tor zu kombinieren, da gibt doch wenig Sinn. Es öffnet sich wohl erst, wenn wir es wieder eingefärbt haben. Da brauchen wir aber massig Farbe. Ich glaube nicht, dass selbst mein vollständiges Team das schaffen könnte. Das erinnert mich an etwas. Wir haben doch Teamtreffen. Ich muss los. Tschübidö. Lila Rittertod Nummer 2 direkt zum Einsatz. Und jetzt muss ich los zu meinen Anführern. Papier Roadiefahrt. Hier braucht man wirklich eine ganze Menge Farbe. Wir allein schaffen es nicht. Konzentrieren wir uns einfach darauf, weitere Farbsterne zu finden. Um die Sache hier können wir uns später kümmern. Wie du sagst, Fabian. Wie du sagst. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn ich das jetzt hier wirklich alles einfärben hätte können. So, ist hier sonst noch irgendwas versteckt? Sieht nicht so aus. Na gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Auf zum Karmesienturm. Das ist jetzt auch so ein seltsames Symbol. Alle lila Retter-Toads haben sich am Papier... Echt? Habe ich schon alle gefunden? Na, wenn dem so ist? Wo führt ihr mich denn bitte hin? Wie einfach der Papieroni-Pfad irgendwie das erste Level... Das Level ist, das du am öftesten besuchen musst. Das ist echt erstaunlich. Krass, du. Ich habe schon aufgehört mitzuzählen, wie oft ich denn in dieses Level reingegangen bin, weil ich einfach schon so oft hier reingegangen bin. Das ist echt übel. So, ich habe auch gesehen, dass ich hier hinter so einem Busch irgendwie noch was verstecken soll. Dementsprechend muss ich mich hier wohl oder übel noch mal ein bisschen umgucken. Weil ich glaube nicht, dass wir die 100% jetzt hier schon finden werden. Die Frage ist nur, hinter welchem Busch versteckt sich das denn? Ich glaube, ich cut mal ganz kurz und wir sehen uns dann, wenn ich den Busch gefunden habe. Ist, glaube ich, in Ordnung, oder? Ich habe nichts gefunden. Kann es sein, dass ich die Stelle vielleicht schon eingefärbt habe? Gute Frage. Vielleicht hier noch. Und bei den lila Retter-Toad. Ich frage mich gerade echt, wo ich den einen lila Retter-Toad gefunden habe, ne? Ich habe gerade nur 2 im Kopf. Aber gut, scheint wohl so zu sein. Abzählen! 1, 2, 3! Die lila Retter-Toads sind vollständig und gerettet. Naja, aber nur weil Mario sie bequem beim Abhängen erwischt hat. Stimmt. Dafür helfen wir ihnen jetzt auch weiter. Lila Retter-Toads bereit machen zum Abstufung. Okay. Also sie bilden einen Stapel. Legen sich hin und los. Moment. Soll ich draufspringen? Tatsächlich.
Wir rammen ihre Schädel einfach in die Decke rein. Abstufung abgeschlossen, Mario. Jetzt kommst du bestimmt die Wand hoch. Probier's mal. Dankeschön. 1, 2, 3. Anführer. Cool, cool. Und da ist auch ein weiteres Dings. Feste ziehen. Krieg ich den überhaupt? Doch, den krieg ich raus. Okay. Ich wollte schon sagen, du. Ein Feuerlöscher ist auch das nächste Ding, was wir benötigen. Deswegen werde ich mir davon direkt gleich 2 nochmal kaufen. Scheint eine Kohlendioxidwolke. Was? Speit eine Kohlendioxidwolke, die jede Flamme erlöschen lässt. Alles klar. Für was benötige ich das? Ich bin gespannt. So, und jetzt dürfen wir auch hier 100% haben. Außerdem einen weiteren Farbstern. Alles klar. Läuft bei mir. Alle Level 100% bis jetzt. Mal gucken, ob das im Karmesin genauso gut läuft. Im Karmesin-Turm. Jetzt haben wir halt leider schon mega viel Zeit vergeudet für den Part, aber hilft ja leider nichts, nicht wahr? Da fehlt wirklich noch was. Also ist wirklich hinter dem Baum was versteckt. Gefunden. Echt fies versteckt, du. Aber nicht mit mir. Holy shit, du. Das war echt fies, die Stelle. Und es fehlt noch was. Als ob. Okay, ich habe auch das letzte Stückchen gefunden. Das ist nämlich hier oben. Da müsst ihr hier auf den Baum und dann vom Baum hier rüber. Und dann haben wir hier noch irgendein Toad. Ich habe keine Ahnung, was der hier macht, aber okay. Oh Mario, du hast meine Farbe mir wieder Farbe gegeben. Vielen Dank dafür. Ich muss jetzt aber wirklich los. Ich habe noch eine Verabredung. Viel Glück weiterhin, Mario. Komplett unnötig. Aber gut. Jetzt haben wir's. Meine Fresse, Toad. Ich hasse dich. Gut, dann kann sie endlich losgehen mit den Karmesin-Turm. 4% haben wir schon. Mal gucken, ob wir die restlichen 96 auch noch finden. Jetzt, da wir endlich rein können. So, ich bin gespannt, was das jetzt von der Animation wird. Hallöchen, ihr drei. Mario, wir warten nur noch auf dich. Die drei auserwählten Toads haben sich versammelt. Die Zeit ist reif, unserer Bestimmung gerecht zu werden. Da passiert nichts. Aber so stand es doch geschrieben. Das ist ja wohl der Hammer. Hey Mario, könntest du uns vielleicht auf die Sprünge helfen mit so einer Art schlagkräftiger Starthilfe oder so? Klar drücke ich euch rein. Ah! Holy shit. Also in der Haut von denen möchte ich nicht stecken, du. Definitiv nicht. Justiz, ja. Es hat geklappt, aber die Toads sind weg. Vielen Dank für euer Opfer, auserwählte Toads. Eines Tages werde ich meinen Kindern und Enkeln einmal von diesem Tag berichten. Wir leben noch. Du dachtest doch nicht etwa, wir würden unsere Bestimmung erfüllen und dann einfach die Klappe halten. Folge deinem Schicksal in den Karmesin-Turm. Pass gut auf dich auf, hoffentlich findest du den großen Farbstern. Dankeschön, Toads. Also ihr scheint wohl an mich zu glauben. Sehr nett. Der erste Tower. Na gut. Sieht gerade nicht so aus wie ein Tower. Oder wie ein Tower normalerweise von innen aussehen sollte. Holy shit. Was passiert? Mario! Was geht hier vor? Die ganze Farbe ist weg. Alles ist knochentrocken grau. Ich
was machen wir jetzt? Nichts gegen dich, aber mit deinem kleinen Farbhammer kriegen wir das nie wieder bunt. Das ist... Wir sind erledigt. Wir können hier nichts mehr ausrichten. Hm, Mario, sieh mal da. Ja, das könnte schon eher helfen, du. Sag bloß. Alter, was habt ihr vor? Oh, bitte verkack. Bitte verkack, wegzufliegen. Entschuldigung. Ihr da unten, könnt ihr vielleicht unseren Anker losmachen, bitte? Nein. Da ist ein Anker. Mit einem Bowser-Sticker. Ist da sonst noch was? Bevor da jetzt irgendwas geschieht, ich möchte da jetzt noch ein bisschen mich umgucken. Na gut, da komme ich sowieso nicht hoch. Okay. Es ist doch total blöd, den jetzt wegzureißen, oder nicht? Ja gut, so kann man es auch machen, aber... Ja. Ich bin verwirrt. Alles okay, Mario? Wir haben die Galerie geentert. Das ist unsere Chance. Wir sollten hier das Kommando übernehmen und den Farbeimer zurückbringen. Klar doch, du. Kann ich das hier alles einfärben? Nee, sah aber so ein bisschen danach aus. Kann ich hier überhaupt was einfärben auf der Galerie? Ist die andere Frage. Die sieht mir so ein bisschen optional aus, was das Einfärben angeht. Ein bisschen viele Gegner, du. Ein bisschen viele Gegner. Aber das ist jetzt nicht der erste Bosskampf, oder? Das wäre so lame. Dann setze ich ihn gegen euch ein. Wie wär's mit, dem hier? Das sind nur Shy Guys, die können nichts. Der reicht auch so was aus. Die können halt wirklich nichts. Versuchen, holen wir uns wieder ein paar Exzellent, nicht wahr? Da müssen wir ja auch, ich glaube, 10.000 Exzellent im kompletten Spiel erzielen. Und das hilft mir dann doch schon enorm dabei, wenn da so ein paar Shy Guys in der Reihe stehen. Und ich einfach ein bisschen blöd auf den rumbouncen kann. Sehr freundlich von dir, Bowser. Tja, Satz mit X. War wohl nix. Okay, hier hinten die Kisten kann man zerstören. Lass mich ran, die hier kann ich nicht zerstören. Das war klar. Wo fliegen wir eigentlich gerade hin? Ja gut, wenn wir das Kommando übernehmen, dann... fliegen wir sowieso wieder den ganzen Weg zurück. Hab mich schon gefragt, wo komme ich denn sonst raus? Aber gut, ist es geklärt, die Frage. Wieder zwei von euch. Nichts können. Na gut. Wenn ihr auf die Glocke wollt, dann könnt ihr das haben, meine Freunde. Wenn ihr auf die Glocke wollt. Eins. Und dich erledige ich einfach mal so. Mit Schmerzen. Fühle den Schmerz. Die hat mir jetzt ein bisschen leid getan, du. Die ganze Zeit so einen Hammer auf den Kopf bekommen, immer ein bisschen weniger KP. Das muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Okay. Bin verwirrt. Was soll ich damit machen? Damit komme ich da hoch. Hätten die mich sonst runtergeschubst? Mario! Wie hast du denn auf unser Schiff geschlichen? Warte, Shy Guys haben ja eine komplett andere Stimme. Wir haben einen farblosen Passagier an Bord. Schnappt ihn! Einen farblosen? Nee. Einen farbvollen, wenn schon, oder nicht? Ich glaube, ich habe mich gerade verlesen. Kann das sein? Wie auch immer. Euch mache ich einfach One-Hit-KO. So sieht's nämlich aus. Keine Gnade für so Weicheier wie ihr. Da brauche ich auch nie mal Exzellent, um euch zu killen. Na gut, bei den Sprüngen hole ich mir dann doch Exzellent. Das ist irgendwie einfacher gerade als bei den Hämmern. Da kriege ich gerade irgendwie der Timing nicht mehr hin. Tja, geentert die Galeere. Ah!
Das sieht nicht gut aus. Vielleicht hätten wir uns einen von denen als Steuermann aufheben sollen. Oh Gott, bloß nicht den Farbeimer woanders fallen lassen. Ansonsten muss ich das alles mit der Hand einfärben. Mari, versuch das Stift zu stabilisieren. Kümmer du dich um den Eimer. Gibt es denn hier keinen Abwurfschalter? Ich rate einfach mal der rote Knopf da hinten, aber ich wollte mich nochmal hier ein bisschen umgucken. Hätten die mich sonst hier runtergeschubbt? Ach so, okay. Ist geklärt, das Rätsel, warum ich das hier aufrollen musste. Na gut. Dann lassen wir das mal fallen. 5, 4. Moment, ist das der Selbstzerstörungsknopf? Alarmstufe rot! What is happening? Tja, das sieht doch schon mal ganz schön gut aus. Wenn er mich fragt. Aber was klebt da oben Weißes an den Karmesinturm dran? Warum? Warum sollte es auf einer Luftgaleere einen Selbstzerstörungsschalter geben? Wer denkt sich sowas aus? Ist auch egal. Hauptsache der Karmesinturm ist wieder rot. Lasst uns die Brücke überqueren und den Turm betreten. Wir holen uns den großen Farbstern zurück. Der Ratgeber Tony Pod Prisma sagt uns bestimmt auch, wenn wir dafür etwas Spezielles benötigen. Genau, der hat nämlich gesagt, wir brauchen einen Feuerlöscher. Den habe ich ja zum Glück schon im Inventar. Gut, aber wir werden den Turm, denke ich mal, erst im nächsten Part betreten. Das war genug Action für den Part. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war Paper Mario Color Splash für heute. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich sehr stark über einen Daumen hoch freuen. Und desto schneller kommt dann auch der nächste Part. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschö, tschö, euer Ultra. Na, sieh mal einen an. Da ist sogar ein Karmesinturm jetzt auf der Karte. Und das waren einfach mal 50% der Map. Krass.